willkommen in meine Tortenwelt. Heute kommt Teil 3 meines Herbst-Specials. Ich werde heute wieder etwas Süßes machen, werde einen Kürbiskuchen machen. Und jetzt denken vielleicht einige, Kürbiskuchen, das geht ja mal gar nicht. Ich werde euch heute vom Gegenteil überzeugen. Dieser Kürbiskuchen ist nämlich so lecker, dass das eigentlich so mein Top-Favorit unter allen Kuchen ist. Also ich habe den jetzt schon so oft gebacken, letztes Jahr auch schon. Hab dann den Leuten gar nicht gesagt, dass es ein Kürbiskuchen ist und wirklich keiner kommt auf die Idee, dass da ein Kürbis drin steckt. Ihr könnt den Kürbis natürlich auch austauschen, zum Beispiel gegen Karotten oder gegen Zucchini. Dann habt ihr eben auch einen Möhrenkuchen. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Zutaten und zeige euch dann, wie es weitergeht. Für den Rührteig braucht ihr 4 Eier, 210 Gramm Zucker, 180 Gramm Öl, das ist neutrales Sonnenblumenöl. Ihr könnt aber theoretisch auch Kürbisöl benutzen oder Walnussöl oder so ähnlich. Eine Packung Backpulver, 250 Gramm Mehl, einen Esslöffel Zimt. Wer nicht so gern Zimt mag, lässt ihn weg, aber ich finde, der passt hier perfekt rein. 80 Gramm gehackte Mandeln, 80 Gramm gemahlene Mandeln und natürlich einen Kürbis. Ich habe jetzt hier einen Hokkaido, davon braucht ihr 300 Gramm. Das ist jetzt einer, der wiegt etwa 1700 Gramm. Habe ich jetzt gewaschen, bei dem dürft ihr nämlich die Schale mitbenutzen. Und der Kürbis ist ja jetzt auch das erste, was ich vorbereiten muss. Wie gesagt, ist das ein Hokkaido, bei dem darf man die Schale mitessen. Ich finde, der eignet sich für den Kuchen eigentlich so am besten, weil er eben auch diese schöne orangene Farbe hat. Da müsst ihr aufpassen, der ist sehr hart. Kratze ich hier mit einem Löffel raus und dann schneide ich mir den ganz grob in Würfel. Andere Kürbissorten müsst ihr wie gesagt schälen. Bei Zucchini könnt ihr die Schale auch dran lassen, bei Karotten würde ich es auch eher schälen. Und die Stücke werde ich jetzt ganz kurz im Thermomix klein hacken. Das könnt ihr in jedem anderen Mixer machen, aber die Schale ist ziemlich hart, also das packt nicht jeder Mixer. Wenn ihr einen Mixer habt, der das nicht packt, würde ich an eurer Stelle das klein raspeln oder eben kurz vorkochen. Und so sieht es dann aus, wenn der Kürbis klein gehackt ist. Ihr seht die richtig tolle orangene Farbe und er ist richtig schön saftig. Ich habe jetzt hier schon mal meine Kuchenform vorbereitet. Ich nehme da eine Kastenform. Und zwar ist es eine etwas größere Kastenform, die hat so 30 cm in der Länge. Und die habe ich jetzt bereits gemehlt und gefettet. Also zuerst gefettet und dann gemehlt. In meine Rührschüssel gebe ich jetzt die Eier. Und die werden dann wie immer zuerst mit dem Zucker verrührt. Auch schon, das soll ja kein Biskuitteig werden. Und jetzt kommen einfach alle anderen Zutaten mit rein. Also und jetzt wird es einfach alles eingerührt. Und sobald alles verrührt ist, ist der Teig fertig und kann in die Form gefüllt werden. Und das mache ich, wie gesagt, in meiner Kastenform. Ihr könnt da auch eine andere Form nehmen, eine runde Springform oder ein Backblech. Wie gesagt, hat diese Kastenform die perfekte Größe. Die hat eine Länge von 30 cm. Und da passt der Teig richtig gut rein. Und dann einfach kurz ein bisschen hin und her schütteln, damit sich der Teig gleichmäßig verteilt. Und ihr seht auch schon, das ist ziemlich viel Teig für die Backform. Aber das ist ja eher so ein festerer Teig, so ein feuchter Teig und nicht so ein Biskuitteig, der eben nur locker ist. Der wird jetzt so bei 170 Grad, bitte nicht höher, bei Ober-Unterhitze etwa 75 Minuten gebacken. Danach mache ich auf jeden Fall die Stäbchenprobe und dann geht es gleich weiter. Den Kuchen habe ich jetzt schon etwas abkühlen lassen. Den stürze ich jetzt einfach aus der Form heraus. Und dann gebe ich ihn auf meine Kuchenform. Der ist richtig schön weich. Den decke ich jetzt mit einem Tuch ab und lasse ihn abkühlen. Und später kommt da eben noch
der Guss drauf und dann ist er fertig. Wenn der Kuchen dann fertig gebacken ist, könnt ihr den natürlich auch einfach so essen. Ihr könnt ihn mit Puderzucker bestäuben oder mit einer Schokoglasur überziehen. Ich mag ihn allerdings am liebsten mit einer Zitronen-Puderzucker-Glasur, weil ich finde, dass diese säuerliche Glasur einfach perfekt dazu passt. Und ganz gerne bestreue ich das Ganze dann noch mit etwas Schokolade. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Dafür braucht ihr 100 Gramm Puderzucker, 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft und einen Teelöffel Zimt. So, die Zitrone habe ich jetzt hier drin und gebe die hier mit dazu. Dann noch gleich den Zimt mit reingeben. So sollte er dann ungefähr sein. Also nicht so dünn. Und dann wird der Kuchen damit eingepinselt. Und dann, wer möchte, nimmt sich etwas Zartbitterschokolade und raspelt die einfach so darüber. Und ich gebe dann ganz gern noch ein paar Mandelstifte darüber. So. Wenn ihr vorher zum Beispiel mit Walnüssen gearbeitet habt, also wenn ihr gehackte Walnüsse mit in den Teig gegeben habt, könntet ihr jetzt ganz schön so Walnusshälften da drauf geben und das eben richtig schön dekorieren. Die Mandeln muss ich jetzt ein bisschen andrücken. So. Und wenn der Kuchen dann vollständig abgekühlt ist und der Guss trocken ist, ist er servierbereit. Ganz einfach gemacht und schmeckt sehr lecker. Also all diejenigen, die noch nie einen Kürbiskuchen gegessen haben, müssen dieses Rezept unbedingt mal ausprobieren. Also ich verspreche euch, dass der Kuchen euch schmecken wird und dass es eine wirklich große Überraschung wird für diejenigen, die nicht wissen, dass da ein Kürbis drin steckt. Ich hoffe, dieses Rezept gefällt euch und ihr probiert es wirklich mal aus. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Wir sehen uns ja morgen schon wieder mit einem neuen Video. Und dann sage ich mal Tschüss und bis bald. Schütteln wir auf den Zettel.